Ein Zelt habe ich Honig. Wollen wir uns noch ein Zelt holen, oder? Das ist vielleicht keine schlechte Idee, allerdings, also ich bin schon sehr, sehr beladen. Also ich hab einen Schlafsack, das geht dann, wenn man nicht gerade im Wald ist, da ist es wahrscheinlich dann tatsächlich besser, ein Zelt zu haben. Also wenn ihr das tragen könnt, wir können es ja abwechseln. Sabrina meinte doch, sie hat einen Wagen, da könnten wir das doch drauflegen. Ach so. Ja, die Rolla, die kann das ziehen. Und der, damit kommt ihr durch den Wald? Klar. Ich gehe immer durch den Wald mit Ronner. Ja, dann können, brauchen wir uns ja gar keine Gedanken zu machen, über was wir mitnehmen, tragen können. Ronner ist das stärkste Schwein der ganzen Welt. Klasse. Also, dann wo ein Zelt. Kriegen wir ein Zelt? Ich würde auf dem Markt sagen. Ja, Travigo würde sich mal umschauen, was denn da so, also ich hoffe, der Markt ist, findet überhaupt statt und ob wir da irgendwie einen Gerber oder irgendwer, der Felle verkauft oder ja, irgendwelche Tuchwaren. Ja. Also wenn du nachfragst, du kannst natürlich eins aus gutem Tuch kaufen, das ist natürlich brutal teuer. Oder aber du gehst ein bisschen außerhalb der Stadt, da gibt es dann wohl nahe des Waldes, gibt es dann wohl tatsächlich einen Kürschner, einen Gerber Kürschner, der dann euch gute, warmhaltende ja, Ledersachen dann verkauft. Und das, da könnte man dann noch Zelte erwerben. Wie teuer ist Schweineteuer? Also wenn du jetzt ein Zelt aus Tuch, Balio oder Tuch oder sowas kaufen möchtest, was dann den Regen abhält und irgendwie die Kälte versucht dann draußen zu lassen, dann musst du sicherlich schon mal mit 5 Dukaten pro Zelt rechnen. Was meint ihr? Den Gerber außerhalb der Stadt? Also ja, wie wäre das? Ja, das wäre auch meine Rede. Also lieber etwas Billigeres, sowas Teures brauchen wir nicht. Na gut. Ja, dann würde Travigor vor allen Dingen Nahrungsmittel kaufen. Ja, Nahrungsmittel für wie viele Tage? 4 Tage. Gut. Dann alles, was ihr bei euch im Gepäck habt, was braucht ihr sonst noch? Ich hab gesagt, Zelte kauft ihr jetzt eins für 2 Personen, weil Goggle Moggle braucht keins. Was wollt ihr noch mitnehmen? Ein Tau. Also ein Seil, ein starkes, also ja. Ich habe ein 20 Schritt langes Tau. 20 Schritt Seil, 20 Schritt langes Tau. Noch irgendwas? Was man für einen... Braucht ihr noch was zum im Dunkeln sehen? Ich kann das ja. Ja, Fackeln. Ich hätte eine Sturmlaterne. Vielleicht reicht das. Oh, ich habe eine Kerze. Wartet mal. Goggelmoggel kramt ein bisschen in ihrer Tasche und fördert einen angebissenen Kerzenstummel zutage. Hier, die kann man da reintun. Oh, vortrefflich. Ja, dann wird das klappen. Dann sollten wir aber noch ein paar mehr mitnehmen von den Kerzen. Ja, ich habe da ein Stück abgebissen. Das war so lecker. Ich habe auch Öl, aber ich glaube, das wäre jetzt zu kompliziert, ihr das zu erklären, dass ich da keine Kerze brauche. Ah, okay. Gut, dann könnt ihr aufbrechen. Für die Zelte könnt ihr euch dann 1 Dukaten streichen anstatt 5. Und damit seid ihr dann eben mit guten, also die sind halt sehr schwer, weil die aus Leder bestehen, halten aber auch gut die Wärme im Zelt. Aber dadurch, dass ihr zurzeit einen Streitwagen habt, ist das, glaube ich, nicht das Problem, die ganzen Sachen zu transportieren. Ne? Normalerweise fliegen ja sonst die Stangen am meisten. Jetzt, wenn ihr so ein Lederzelt habt, dann wiegt natürlich das schwere Leder besonders viel. Aber wie gesagt, solange Goggle-Moggle an eurer Seite ist, kein Problem. Und so brecht ihr auf. Dann, wie soll eure Reise aussehen? Durch den großen guten Forst oder wollt ihr durch die Hallinger Tiefebene reisen? Das würde ich ganz unseren Wildnisführern überlassen. Also ich würde den Wald bevorzugen. Ja, lass uns durch den Wald gehen. Da gibt es nämlich eine kleine Brücke über den Fluss. Mhm.
Ah, okay. Und vor allem, da haben wir dann auch noch Wild, was wir vielleicht jagen könnten. Also los. Goggelmoggel setzt sich in Bewegung. Sie geht zu Fuß und führt Ronna, beziehungsweise die latscht ihr einfach hinterher. Hm, okay. Dann gib mir doch mal bitte einen W20 auf der Zufallstabelle. Schauen wir mal, was so passiert. Jeder einen, oder? Nee, ich brauche erstmal nur einen. Oh, drei ist, klingt gut. Bei mir kommt er immer noch nicht zum Liegen. Ja, jetzt habe ich die 4 gewürfelt. Aber die 3 zeigt er mir ordnen. Okay, gut. Ja, so könnt ihr aufbrechen von der Trutzburg Hallingen in Richtung der Hügel. Verlasst dann auch direkt die Handelsstraße und biegt nach Norden ab. Immerhin habt ihr 2 Wildniskundige dabei, sowohl einmal Goggelmoggel als auch Hakon. Und Goggel hat hier natürlich in den großen Wäldern auch schon das ein oder andere Mal gejagt bzw. gekundschaftet bei den Menschologen. Denn ja, gerade wenn du dann von dem Rishokai kommst und dann deine Kundschafterwege dich dann hierher geführt haben, also hier bist du auf alle Fälle zumindest ein bisschen ortskundig und kennst dann natürlich auch schon einmal die Brücke über den Nierenbach. Zumindest nennen die Menschen ihn so. Und ihr seid ungefähr 4-5 Stunden unterwegs, habt dann die Hügel und die Ebene verlassen, seid in den finsteren Wald eingebogen. Da könnt ihr vor euch schleifende Geräusche hören und leises gemurmeltes Fluchen. Stehen bleiben, da ist was. Ja, ich habe auch was gehört. Vielleicht jemand, der unsere Hilfe braucht. Vielleicht was Leckeres. Ich bin nicht so gut in Verstecken, aber wir können es versuchen. Ich würde sagen, wir schleichen uns dann ran und gucken erstmal, bevor wir offen auf die zugehen. Ja, das können wir machen. Travigor, willst du bei Ronna bleiben? Gut, ja, ich überlasse das euch, aber vielleicht ist das gar kein Gegner. Seid bitte nett. Ich bin immer nett. Selbstverständlich. Okay, dann gibt man eine Schleichenprobe, um näher zu kommen. Sich verstecken brauchen wir gerade noch nicht, weil er noch nicht aktiv nach euch sucht. Das sind 5 Sterne auf beiden Seiten. Und wenn ihr dann näher an das Geräusch herankommt, könnt ihr erkennen, wie wohl eine Person in Lederkluft und so ein bisschen grauen Überwurf einen großen Hirsch geschossen hat, den er jetzt hinter sich herzieht. Es gibt da so eine kleine Blutspur, die sich dann von dem geschossenen Tier ausbreitet und das Fluchen, wenn dann auf euch zukommt oder ihr auf ihn zugeht, schleicht, wird auch mal ein bisschen lauter. Oh, verdammt, hätte ich nächstes Mal ein Schlittenbild bringen sollen oder so. Keiner wissen, dass ich sowas Großes jage. Ist mir bekannt, ob ich weiß, ob man hier jagen darf? Rechtskunde. Aber du bist, was war deine Profession? Grenzjäger? Ja, Grenzjäger. Das sind dann ja aber eher die Leute, die an der Grenze stehen, ne? Sie sind, Sie sind kein Großwildjäger oder Nee. Nee, Grenzjäger werden halt eingesetzt als Büttel, Kundschafter, Kuriere und sind auch mit von der Wehr. Ja, also ist eine erleichterte Rechtskundeprobe, gerade für dich als Grenzjäger, aber auf alle Fälle eine Rechtskundeprobe. Wow. Das ist verboten. Hochillegal, Großwild darf nur der Baron oder der Graf schießen und so kleines Wild wie Kaninchen, das darf halt jeder, es darf auch verboten werden, aber erst einmal ist es erlaubt, wenn du einen Hirsch schießt, das ist hochillegal. Also dafür wird ihm höchstwahrscheinlich seine Hand abgeschnitten, wenn er erwischt wird. Jo. Ja, er zieht und schleift an euch vorbei.
hat euch noch nicht bemerkt. Goggelmoggel. Das ist illegal, was er da macht. Wer ist das? Ich kenne ihn auch nicht. Nein, aber er darf kein Hirsch schießen. Warum das denn nicht? Das ist verboten, das darf nur der Baron. Ich sag dem das nicht. Sollen wir nett zu dem sein und ihm sagen, wir helfen ihm? Ich würde es eher dem Baron Travigor obliegen, ob er dagegen was machen möchte oder nicht. Ja, gut, dann fragen wir den. Komm, wir gehen zurück. Richtig. Und dann würde ich mich wieder zurückschleichen. Ihr berichtet es dann wahrscheinlich. Herr Travigor. Ja, war es ein Feind oder ein Freund? Harkon kennt den. Er hat gesagt, er heißt illegal. Nein. Illegal. Ja. Er hat ein Reh bzw. ein Hirsch geschossen und das steht unter Strafe. Oh, es ist ein Wildjäger, also ein Wilderer. Der Hirsch sieht sehr lecker aus. Vielleicht war das aus Versehen, vielleicht ist ihm die Armbrust abgerutscht. Nee, das war Absicht. Er hatte auch gesagt, dass er nicht gedacht hätte, dass er sowas Großes jagt. Also mit dem Mann sollten wir auf jeden Fall sprechen. Ich denke, wir sollten uns kenntlich zeigen. Ja, Sie wissen, dass der eigentlich verurteilt gehört und dass man ihn dafür wohl die Hand abschlagen wird. Also erstmal muss er sich ja verteidigen können. Also vielleicht ist es alles ein großes Missverständnis oder so. Lasst ihn einfach mal fragen. Akon, du gehst besser vor. Wenn ich da hingehe, macht er sich nur wieder die Hose nass. Wie alle Menschen. Ja, okay. Und dann würde ich wieder dorthin gehen, um den Wilderer zu stellen. Ja, der ist mittlerweile 20 Meter weiter gekommen und wenn du dann auf ihn zutrittst, je nachdem von wo, wird er erst einmal den Hirsch loslassen und einen halben Schritt von dir wegspringen. Kneift ein bisschen die Augen zu und mustert euch misstrauisch. Heda, guter Mann, Wandersmann. Ja, ich bin Wanderer. Die Götter mit euch. Ihr seid Irun ein und so. Wilderer. Die Was? Götter zum Gruße. Ich bin kein Wilderer. Wie ist euer Name? Herr Illegal, wahrscheinlich nicht. Das war wahrscheinlich auch ein Missverständnis. Den sag ich euch nicht. Warum sagt ihr ihn uns nicht? Das ist nicht mein Hirsch, ich habe ihn gefunden. Ach so, seht ihr, da hört ihr es. Ich wollte ihn den Grafen bringen, weil man darf das ja gar nicht jagen und so. Das ist ja illegal, das darf man ja gar nicht. Ja, und warum habt ihr, wo wir sie gerade beobachtet hatten, gesagt, vor sich hingeflucht haben, dass sie auf ihn geschossen haben? Was? Dass sie den gejagt haben. Nein, ich habe den hier gefunden. Da drüben auf der Lichtung, da lag der tot rum und ich dachte mir, Mensch, den hat hier irgendjemand geschossen und der Bogen, der lag auch dabei und den Köcher hier, den habe ich ja nicht genommen, weil der kann ja nicht hier rumliegen, wenn irgendwelche Hören Kinder kommen, dass sie damit... Ja, also ich bin Baron Travigor übrigens und es wäre natürlich... Er läuft weg. Oh. Ich laufe hinterher. Okay, Athletikprobe. Sieben Punkte, ich guck gerade mal, er ist ein Q3 Wilddieb, also ich muss gerade mal gucken, er würfelt auf die 13 mit einem Talentwert von 7, dann hat er genauso viele Punkte wie du übrig und ihr bleibt gleich auf. Also den Abstand, den ihr eben hattet, der wird beibehalten und läuft.
Ich würde hinterher rennen, aber wahrscheinlich weit nicht so schnell mit meiner, mit meinem Kettenhemd. Tut ihm nicht weh. Ich würde halt probieren, ihn irgendwie umzurennen, dass er wenigstens hinfällt. Ja, also jetzt aktuell habt ihr so grob 5 Meter Abstand zueinander. Also du müsstest erst einmal rankommen. Goggelmoggel, vor dir liegt ein sehr schmackhafter Hirsch. Sieht er lecker aus. Frisch geschossen. Oh, lecker. Ja, ich lecke mir die Lippen und mache mich direkt daran, den auszunehmen. Ja, sehr gut. Leiche oder kochen? Oder wie möchtest du? Gerber Kirschner? Ja, gute Frage. Also, ich habe alles davon anzubieten. Also, Fleischer, was passt am besten? Fleischer ist halt, um möglichst viel Fleisch von ihm rauszulösen. Du kannst aber auch auf Kochen ableiten. Da würde ich dir nur plus 5 geben. Das ist dann erstmal so, um es haltbar zu machen oder so mit den wenigen Kräutern oder sowas, was du dabei hast auf dem Streitwagen. Um irgendwie die Innereien rauszuholen. Das kannst du damit auch alles machen, aber ansonsten wäre das Fleischer. Ja, nee, dann nehme ich direkt Fleischer. So. Boah, das sieht auch nicht so schlecht aus. Dann fuhrwerkst du erstmal mit dem Messer direkt in den Bauch rein und das ist kein Wunder, dass es so schwer ist. Die ganzen Innereien sind ja noch drin. Wenn du das erstmal rausholst, ist es natürlich viel einfacher. Und oh, ist das auch schmackhaft, ne? Hier so, so ein Stück Darm. Der ist ja besonders schmackhaft, ne? Da ist ja auch gute Füllung mit drin. Saftig. Und beißt dann noch auf so eine kleine Eichel oder so, die noch nicht ganz verdaut war. Das ist halt auch so das Beste, ne? So Überraschungskiste, was da immer so alles im Darm man findet. Und währenddessen laufen die beiden dem Wilddieb hinterher. Eine weitere Athletikprobe, bitte. Holt ihr da nicht auf. Da ist bei mir eine 20 drin und bei misslungen minus 5, ja. Dann stolpert er und tatsächlich kannst du die letzten 5 Schritte zu ihm aufholen, während er über einen Stein stolpert und etwas ins Sinken gerät. Und du bist dann hinter ihm, trittst ihm ein bisschen in die Füße und er fällt ganz zu Boden. Mein Knie. Ja, endlich habe ich dich erreicht. Wenn ihr unschuldig seid, warum rennt ihr denn weg? Das ist ein Baron, ich habe nichts gemacht. Ihr habt den geschossen, gebt es einfach zu. Das könnt ihr mir nicht beweisen. Warum seid ihr denn weggerannt? Das muss doch nicht sein. Wir können doch miteinander reden. Herr Baron, ich habe wirklich nichts getan. Ich will meine Hand nicht verlieren. Ja, ihr werdet eure Hand nicht verlieren, aber sagt die Wahrheit. Mit uns könnt ihr ehrlich sein. Ihr habt diesen Hirsch getötet, richtig? Wir haben Hunger, wir haben nichts. Wer ist wir? Unser Dorf. Welches Dorf? Kiesworten. Kiesworten. Und da wildert ihr hier in dem Forst. Ja, natürlich. Wo sollen wir denn sonst wildern? Der Forst gehört dem Grafen von Hallingen, wenn ich das richtig verstehe. Ich hab keinen eigenen Forst. Auf der anderen Seite gibt es noch das Schnattermoor, aber die Enten sind auch alle tot. Ja, kannst du nicht, ich weiß gar nicht, wie das rechtlich ist, wenn er irgendwelche anderen Tiere jagt, irgendwelche Moorenten oder sowas. Die sind ja alle tot, hab ich doch gesagt. Ach so. Und das dürfen wir auch nicht. Was kümmert sich ja keiner um uns. Wir leiden bitteren Hunger. Ihr hättet doch aber was Kleineres jagen können. Hasen zum Beispiel. Ja, wenn mir ein Hirsch vor den Pfeil springt, dann... Er ist euch vor dem Pfeil gesprungen. Ja, es war so, als wollte er sterben. Jetzt sag doch erstmal, wie ihr heißt. Ich bin Fuchstreu. Fuchstreu Auleut. Gut, so kommen wir doch ins Gespräch. Hakon, ihr sagtet, nur der Baron oder der Graf darf hier jagen, richtig? Richtig. Nun, ich bin ein Baron. Wie sieht's damit aus? Weiß ich das, dass Baron Trafigur da
jagen dürfte? Nein. Nur der Baron aus seiner Baronie darf hier das Jagdrecht erteilen oder selber jagen. Also er kann natürlich dann auch einen eigenen Jäger anstellen und wenn der Jäger angestellt ist, dann kann der in seinem Namen jagen. Das kann auch ein Vierungeweihter sein, aber ansonsten darf auch Baron Travigor hier nicht jagen. Herr Travigor, ihr dürft hier auch nicht jagen. Es darf nur der Baron von der Baronie hier jagen, beziehungsweise im Auftrag ein Jäger, den er beauftragt. Verzwickte Situation, Mensch. Für richtig im Dilemma hier. Also ich werde euch jetzt bestimmt nicht die Hand abschlagen dafür. Also das macht ja keinen Sinn. Wie weit ist denn das Dorf von hier entfernt? Achso, ich muss noch einmal schlafen. Das ist am anderen Ende vom Gut im Forst. Wie gesagt, beim Schnattermoor, mein Herr. Na, ich glaube, wir haben nicht vor, dort durchzureisen, richtig? Nee, das ist die, ich glaube, sogar die falsche Richtung. Lass mich doch einfach ziehen. Ich lasse euch den Hirsch einfach da oder ich nehme ihn noch mit, bevor er verfault, ist ja auch nicht gut. Hat keiner was gesehen. Ich gebe euch auch ein Silberstück. Nee, das werdet ihr nicht. Davon hat euer Dorf ja auch nichts. Drückt mal ein Auge zu oder so. Ich meine, seid ein Baron, aber Fex ist ja auch einer der 12. Und Firun, er war gut gejagt. Ich hab ihn sofort getötet. Also, das war fair. Keine Fall. Schade, dass Priodor jetzt nicht hier ist, oder? Vielleicht ist es gar nicht so schlecht. Travia ist die Göttin der Milde und des Mitleids. Und das Herdfeuer. Und des Herdfeuers, aber das hat hier jetzt keine Relevanz. Doch, ich hab viele Kinder und eine Frau, die hungert. Lügst du mich an? Nein. Ich würde gerne auf Menschenkenntnis dann würfeln. Ich ja. Auch. Das könnt ihr gerne tun. Also er würfelt natürlich eine Überredenprobe dagegen. Ob das eine Lüge ist, wisst ihr nicht. Und dann werden die Sternchen natürlich miteinander verglichen, beziehungsweise die THP-Sterne. Ihr seid euch sicher, dass er eine Frau und Kinder hat, ja. Also plural mehrere Kinder, die sind hungrig. Und so wie er aussieht mit seiner Statur, der hat tatsächlich jetzt in den letzten paar Jahren nicht so viel gehabt. Also gut, dann würde ich vorschlagen, wir machen eine Ausnahme. Er kriegt das, wir geben ihm das Fleisch mit, wir sagen, wir haben es gewildert und ich kläre das mit dem Burggrafen. Wie wären das? Also das ist total nett von euch. Aber sagt ihm bitte nicht, dass ich am Kliesee wohne. Und ihr macht das natürlich nie wieder. Das versprecht ihr hoch und heilig auf alles, was euch heilig ist. Bei Firun, jawohl. Bei Firun. Höre bei Firun, ich mach das nicht mehr. Also gut. Jedenfalls nicht, wenn es verboten ist. Ja, danke, ihr seid sehr gütig. Wir sollten vielleicht mal darüber nachdenken, da muss ich mal mit dem Burggrafen reden, ob man da irgendwie eine Ausnahme machen kann jetzt in diesen schweren Zeiten, aber noch gibt es diese Ausnahme nicht. Es war also in der Tat illegal. Ja, das weiß ich ja, das tut mir auch echt leid. Also kommt, steht mal auf und dann gehen wir zurück zu diesem Hirsch und sehen, was wir tun können. Ja, wenn ihr wieder zurückgeht, könnt ihr sehen, wie Gurgelmoggel mit einem roten, blutverschmierten Gesicht vor dem Hirsch sitzt und ein weiteres blutiges Messer und einen großen roten Haufen neben sich hat. Ihr habt euch schon bedient, Gurgelmoggel. Ich hab ein bisschen genascht. Oh, der ist so lecker und frisch. Hakon, ist ja auch ein Stückchen. Hakon, war das illegal? Das erlegte Wild zu essen? Ja, das ist illegal. Oh, beim Ausnehmen ist mir etwas aufgefallen. Soll ich mal sagen? Ja, bitte. Also der Huf, hier. Gurgelmoggel hält einen abgetrennten Huf vor sich und wackelt damit rum. Der war kaputt.
der Hirsch, der hatte einen kaputten Huf und ist gestolpert. Und gestorben. Ja. Ah, da haben wir es doch. Zwickert sehr auffällig. Das erklärt doch alles. Travigor guckt demonstrativ in eine andere Richtung. Hakon schüttelt mit dem Kopf und dreht sich um. Ja, ihr seid der Baron. Der Wilderer hat das nicht ganz verstanden. Das war keine Falle von mir. Keine Falle. Der Elch, oder was ist das für ein Tier? Egal. Wurde. Wolfsbiss. Er ist. Wir sind Wölfe. Natürlich im Wege gestorben. Und, wir können ihn ja da nicht so liegen lassen. Wir haben ihn von seinem Leid erlöst und. Wenn hier Wölfe sind, dann will ich den nicht.